Also, ihr seht, bin ich schon passend gekleidet für einen kleinen Laufausflug. Ich möchte euch nämlich nun von meinem Erlebnis in einer Laufgemeinschaft erzählen. Ich bin mitgelaufen in einer Laufgemeinschaft, da ich herausfinden wollte, wieso sich Leute einer Laufgemeinschaft anschließen und habe sie zusätzlich auch gleich ein bisschen beobachtet. Ich habe euch zur besseren Veranschaulichung meiner Erkenntnisse über die missionalen Laufschuhe gebastelt. Und der wird sich dann noch aus verschiedenen Bausteinen, nämlich den Motiven, zusammensetzen. Ich habe euch zusätzlich noch ein Foto mitgebracht, also ich weiß nicht, wie man das sehen kann. Das bin ich in der Mitte, in der Laufgruppe. Das ist mehr oder weniger Beweis dafür, dass ich tatsächlich mitgelaufen bin. Das erkennt man an meinen Laufschuhen. Und um mich herum ist die überaus motivierte Laufgruppe. Läuferinnen und Läufer, alle bunt gemischt. Und das bringt mich auch gleich zu meinem ersten Motiv, nämlich die Motivation. Baustein des Laufschuhs. Eng zusammenhängend damit auch die Vorfreude. Mir wurde nämlich gesagt, dass sich die Läuferinnen und Läufer sehr immer auf den Laufzeit freuen, dass das einfach eine leichtere Überwindung ist, laufen zu gehen, wenn man weiß, jemand wartet auf einen. Ja, und zusätzlich kommt natürlich auch der Spaß, der an dem Abend dann ist, weil es nicht nur eine sportliche Betätigung ist, sondern eben auch ein netter Abend. Was ich mitbekommen habe während des Lauftrainings, ist dieser freundschaftliche Umgang miteinander. Auch ich wurde sehr herzlich aufgenommen, ich wurde in private Gespräche verwickelt, alle waren sehr offen und das haben wir noch untereinander gemerkt. Man hat sich sehr gut verstanden und man hat echt gemerkt, es sind schon Freundschaften entstanden. Was mich sehr überrascht hat, war, dass wir während des Lauftrainings Halt gemacht haben für Intervalltraining. Und auch das war ein Grund für einige Leute, dass sie sich, also dass sie in einer Laufgemeinschaft ziehen, dass sie das sonst alleine nie machen würden. Oft haben sie auch mal ein gemeinsames Ziel, nämlich die Teilnahme an Läufen, wie zum Beispiel dem Buena Night Run. Und das schweißt die Gruppe auch sehr zusammen. Ein wichtiger Punkt für viele war auch der Sicherheitsfaktor. Vor allem für Frauen, dass sie sagen, wenn es dunkel ist, sehr spät schon ist, vor allem im Winter, würden sie dann nicht alleine laufen gehen und würden das eher verschieben und durch die Laufgemeinschaft steht das aber kein Problem da und sie fühlen sich sicher. Ja, und ein Punkt, den wirklich jeder genannt hat als Motiv, war das Training für Körper und Geist, da man beim Laufen, also es ist ein guter Ausgleich zum Berufs- und Privatleben und man bekommt einfach den Kopf frei und kann wieder neue Energie tanken für neue bevorstehende Aufgaben. Und ja, das ist der letzte Puzzleteil meines Schuhs, der repräsentativ steht für die Laufgemeinschaft. Und ja, in diesem Sinne rein in die Laufschuhe, die Zielgerade des Masters naht.